Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 3. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ah, endlich wieder zocken. Wieder Zeit zum Zocken. Das ist immer toll, wenn man so einen Spieler macht, wo man von einfach Bock hat. ja, ich hab offscreen ohne euch für unsere gute Toffifee habe ich ein Level gemacht. Das, um das Level wurden wir auch quasi auch betrogen, nicht wahr? Dementsprechend habe ich das Level nochmal nachgeholt. Ich wollte offscreen leveln noch ein bisschen mehr. Da dachte ich mir, oh, jetzt ganz ein Kreis laufen. Das ist ätzend. Dementsprechend dachte ich mir, ich habe so einiges übersehen. Hol mir das mal nach. Auf der Weltkarte, überall, gibt es auch so einige versteckte Sachen, die ich übersehen habe. Und da dachte ich mir jetzt, dass ich das gerne mit euch nochmal nachholen würde, bevor wir haben viel Geld. Moment, wir haben 2000, ja, ein bisschen was auch, also wir hatten irgendwie 1700 Gold zusammengefarmt. Durch den Turm im letzten Part, glaube ich, war das. Und, ja, da habe ich noch ein bisschen, 300 bisschen gesammelt. Paar Punkte. Ein paar bisschen Geld gefarmt. Und jetzt dachte ich mir, besuchen wir kurz noch ein paar alte Orte, wo es sich noch was lohnt, wird zu nehmen. Ich werde auch wahrscheinlich mehr übersehen haben, als ich denke, weil, und jetzt haltet euch fest, erstmal hier, gehen wir hin, in anderen Dragon Quest Teilen, in Teil 1 und 2 war es immer nur so, also und auch allen Teilen danach, die ich bis jetzt gespielt habe, war es nur so, dass man, also zumindest in den Retro-Teilen, dass man auf der Oberwelt nichts findet. In der Oberwelt gab es nichts, außer Gegner. Klar, in Teil 1 gab es hin und wieder einen Questgegenstand in Teil 1 und 2, den man da holen konnte. Den musste man da auch holen, ne? Aber so auf der Oberwelt per se konnte man nichts finden. Auch eine Pfiole Weihwasser. Dementsprechend bin ich sehr oft an Gebieten vorbeigelaufen, weil ich einfach gar nicht so das Mindset entwickelt hatte, da die ganzen Orte abzuchecken, die auf der Oberwelt auch sein könnten. In Dragon Quest 1 und 2 war nichts. In 4, 5 und 6 ist auf der Oberwelt ja auch quasi auch nichts. Das läuft man einfach durch. Wisst ihr, wie ich meine? Dementsprechend halt das einfach dieses Mindset, dass ich halt einfach so spiele. So, guck mal, so einen Topf rein und finden ein Abblendgras. Hallo. Schlopp, schlopp. Miko besänftigt das Monster mit ruhiger Stimme und erzählt ihm von Montys Monstermanege. Tröd! Das Monster eilt entzückt davon, um sich bei Opa Monty vorzustellen. Das ist der gute Nasus Langus. Nachdem das Monster von Monty in Obhut genommen wurde, kann es nun ein neues Leben unter einem neuen Namen beginnen. Nasus Langus. Ja, das Gesicht war da auch, ist auch lang. Ja. Das sind halt so Sachen, die ich halt nicht einfach das Mindset nicht für habe. Bisher. Das muss ich erst so entwickeln. Ich muss erstmal entwickeln, so diese Spielweise, dass ich auf der Oberwelt auch, in die Orte aufdecke, die halt so relativ interessant sein könnten. Ja. Aber auch in Städten ist es anders. Denn normalerweise ist es in Dragon Quest Teilen so, dass, weil man kann nicht irgendwann Zauber Teleportation, nee, ne? Doch, Kurano kann Teleportation. Genau, soll eigentlich in die Wüste. Ich würde gerne einmal noch zum Turm des Träumers. Da gibt's auch noch was zu holen. Denn in den Städten kann man eigentlich normalerweise in den ganzen Dragon Quest Teilen nur, ich habe hier übrigens so offscreen einmal eine Mini-Medaille rausgeholt, weil ich hier trainiert habe damals. Genau, ich habe, glaube ich, hier Kurando trainiert gehabt. Damals. Und hier gibt es auch noch was. In den Städten ist es immer so, dass man kam, da konnte man bis jetzt in den ganzen Dragon Quest Teilen immer nur irgendwelche Schubladen oder Schränke oder Bücher, Regale, überprüfen. Und hier ist es tatsächlich wahrscheinlich auch so, also ich habe gelesen, dass ich einiges verpasst habe, weil man einfach irgendwas ansprechen muss oder so. So, hier gibt es nämlich noch einen Schalenpanzer. Ja. Das ist eine Sache, ne?
In Aliahan gibt's auch noch was. Ich weiß. Ich habe da einiges versehen. Wobei, Aliahan? War das Aliahan? Ja, doch, doch. Im Keller. Und ja, ich weiß. Das Schlafen ist bei Mutti, das Heilen immer umsonst. Aber ich denke. Können wir da überhaupt rein jetzt? Ja. Aber ich denke, ich werde einfach das örtliche Inn benutzen. Denn ich bin ja schließlich auf Reise. Ich kann ja schlecht. Ich will ja nicht immer nach Mutti zurückkehren. Ne? Hallo? Ich fürchte, seine Majestät hat sich für heute bereits zurückgezogen. Was? Ich darf. Ich darf doch nicht. Ja, warum lässt man mich denn erst hier rein? Das ist doch ärgerlich. Hätte man einfach das Tor abschließen sollen. Da gehen wir halt noch mal kurz zu unserem guten Freund, den Gülden-Typen. Vielleicht lohnt es sich ja, weil ich vielleicht noch sogar ein paar Mini-Medaillen gefunden habe. Sollte man sowieso regelmäßig abchecken. Ich glaube, man kann ein Strumpfband als nächstes abholen, nicht wahr? Ich weiß, wir sollten auch weiter in der Story. Ich will mich auch nicht durchhetzen wie andere Leute, ne? Ist ja so. Ja, ein Jäger, ich bin ein Jäger der verlorenen Schätze, ist ganz klar. Ah, du hast mir eine Mini-Medaille gebracht, was auszeichnet. Ich muss sie sofort begutachten. Genau 7, sehr gut. Du hast die Zielmarke von 5 Millimetern erreicht und dir somit eine Belohnung verdient. Hier bitte ein Strumpfband, genau das, was du gesucht hast, werde ich. Auf jeden Fall. Das wollte ich auf jeden Fall haben, das Strumpfband. Ah, sind jetzt genau 7 Millimeter, die du mir bislang gebracht hast. Besten Dank. Wenn du mir 8 bringst, überlasse ich dir den Klingenbumerang. Ein fairer Tausch, wenn du mich fragst. Also, lass den Schatz so in dir freien Lauf. Ja, das ist schon mal nicht schlecht, ne? Mehr her. Strumpfband, ein kleines bisschen Spitze bringt in dir schlummernde Sirene. Die in dir schlummernde Sirene zum Vorschein. Ne, Sirene will ich ja nicht sein, ne? Ist der Schallpanzer wenigstens gut? Oh, oh ja. Warum hast du halt Misery so wenig Verteidigung? Ja, hier. Aber sie nur Reisegewand hat, ne? Nimm, rüst es aus. Strumpfball ist nur ein Accessoire. Schildkrötenpanzer habe ich auch die beiden offscreen irgendwie gefarmt noch gehabt. Was heißt gefarmt? Also. Beim Training haben die Gegner welche getroppt. Ja, dann lassen wir das erstmal hier sein. Nee, gar nicht wahr. Ich muss ins Schloss. Wobei, da gar nicht wahr. Ich kann auch. Ich kann nur einmal nach Vogt. Okay, hier knall ich auch nicht gegen die Decke, schade. Ich kann auch von Vogt aus nach Süden gehen. Ich habe ein paar Sachen auch nicht gemacht. Ja. Man sieht sehr vieles. Ich bin halt gewohnt, dass ich Tränkkristalle halt nur die Schubladen oder Schränke öffne. Aber ich bin auch vergesslich, ne? Das heißt zum Beispiel, dass ich sehr vergesslich bin, was Türen angeht, bin ich sehr vergesslich. Also wenn ihr mal mich dran erinnern mögt, wenn ich mal vorbeilaufe, unbedingt schreiben, hey, du bist an dieser Tür vorbei, du hast die Tür, die du eigentlich jetzt öffnen kannst, da gibt's noch eine in Vogt, die du jetzt öffnen kannst. Ja, die Tür kann ich hier nicht öffnen, ist verschlossen, brauche ich was anderes. Aber ich kann ja alle roten Türen öffnen und wenn ihr die vergesst halt. Deswegen ist es super, wenn ihr schreibt, ey, da gibt's noch was zu holen. Denn ich war hier nicht drinne. Ich habe die komplett vergessen. Zwei den Flinkheitsangel wollen wir unbedingt mitnehmen. Und ein Holzhelm. Weil ich bin einfach nur nach unten. Ich bin einfach, warte mal, zeig ich mal. Hier nach unten rechts gelaufen, als ich die Rotschlüsse habe. Und habe die Tür hier oben, den Abschnitt hier oben komplett vergessen. Ja. Das passiert halt mal, ne? Ich bin mir auch sehr sicher, dass ich in der Oberwelt auch einige geheime Orte schon übersehen habe. Wir gehen einmal kurz schlafen.
Ja, ich würde gerne einmal übernachten. Weil ich halt gerne, weil ich einfach vorbeigelaufen bin. Weil ich halt komplett bei allen Dragon Quest Teilen gewohnt bin, da gibt es nichts. Gut, bei Dragon Quest 8 gab es damals ja so ein paar Schubladen, ne? Bin ich hier schon drinne? Ich glaube schon, ne? Nee, war ich nicht. Ein Magiesam haben wir gekriegt. Ist aber auch eine rote Tür, nicht wahr? Es heißt, weiter in den Bergen südöstliches Dorfes gäbe es eine heilige Quelle. Anscheinend statten die alle Großhelden und Heldinnen einen Besuch ab, bevor sie auf ihre Mission aufbrechen. Denn ich bin ja mal so gewohnt, nur Töpfe, Krüge und Truhen oder Bücherregale abzuchecken. Ich habe das komplett gar nicht so intus. Andere Gegner, alle andere Sachen abzuchecken. Also wirklich nicht. Er hat mir auch geschrieben, dass es irgendwie bei den Steinen irgendwas gibt. Weil, war das hier? Wo der Junge den Stein schiebt, gibt es irgendwie Gold? Oder habe ich mich verlesen? Hm. Ach, so, jetzt bewegt sich kein Zentimeter. Oder war ein anderer Stein mit gemeint? Kann natürlich auch sein. Vielleicht war es auch in der Oberwelt gemeint. So, wir setzen hier mal kurz noch Weihwasser ein. Wir haben es ja. Wo ist es denn? Da. Weihwasser. Hilf Gegnern. Hä? Hilf Kämpfen mit schwachen Gegnern zu vermeiden. Ja, warum auch nicht? Einmal kurz Weihwasser eingerieben. Und hier gibt es tatsächlich auch noch ein paar Orte. Zumindest ein Ort, von dem ich jetzt weiß, auf Anhieb, wo ich vorbeigelaufen bin. Kann sein, dass es hier ist. Das sieht auch so. Manche Sachen sehen sehr, sehr geheimnisvoll aus, nicht wahr? Ne, aber hier noch nicht. Also wenn irgendwas auf der Oberwelt irgendwie mal anders aussieht, soll es mal abchecken. Weil das hier könnte es was sein. Hier oben war ich ja bereits. Denn ich laufe einfach gern vorbei. Ne? Ist halt so. Das hier könnte zum Beispiel was sein. Ja, ist es auch zum Beispiel. Das ist nämlich der Ort, den ich meine. Hier gibt es auch nur ein paar Sachen zu holen. Aber immerhin gibt es was zu holen. Und das sind halt so Sachen, wo ich vorbeilaufe. Tut mir leid, dass ich da vorbeilaufe. Also, ich will es ja auch nicht. Ne, ich will ja nicht mehr. Ich laufe ja nicht mehr absichtlich vorbei. Haben wir jetzt eigentlich genügend? Warte mal. Ich muss auch kurz mal überprüfen. War es Romaria oder Torif? Gibt es nicht zum Sonnenuntergang, da irgendwie soll da auch ein Monster sein. Und ich glaube, es ist irgendwie so Doktorschleim, habe ich gehört. War das nicht so, dass wir im letzten Part irgendwie was sowas gelesen haben, dass irgendwie hier so eine Art Schleim irgendwo sein soll? Die sind ja gut versteckt, ne? Muss ich ehrlich sagen, die sind teilweise echt sehr fies versteckt. Das ist so, ich wollte nicht raus. Ich wollte eigentlich nicht raus, ich wollte eigentlich schon gern da drin bleiben, weil auf der Oberwelt vergeht die Zeit. Und ich glaube, wenn wir in der Stadt sind, vergeht die Zeit nicht. Hoffe ich mal. Das heißt, hier soll irgendwo noch ein Heilschleim sein. Oder ein Doktorschleim. Und für die Monster-Arena wäre das halt super. Das wäre halt eine Sache, die ich gerne hätte. Weil dann würde ich die Monster-Arena ausprobieren, weil dann hätten wir nämlich einen Schleim. Also würde ich die Monster-Arena ausprobieren. Hätten wir nämlich einen Schleim, einen Heilschleim und dieses Nasus Longus. Das Kaninchen will ja nicht mit. Aber wo könnte das sein? Es wurde extra gesagt, dass es irgendwo ein Monster hier ist. Ich gehe mal nochmal auf die Insel in der Mitte. Guten Tag. Seit Jahren wird Giftnadel im Dorfladen verkauft. Ja, das ist egal. Hi. Wenn ich sehe ein Monster in der Stadt oder in der Natur, ich habe Angst. Ich habe keine Angst. Und andersrum ist es so, wer Monster sieht, furchtlosen Körper von mir, Monster ist. Und wer Monster sieht, furchtlosen Körper von mir, Monster ist ganz überrascht und rennt fort, sehr schnell. Monster darf nicht sehen, das Kniescheibe Mensch. Mensch muss mutig aussehen. Ja, aber ich. Puh.
Vielleicht ist er auf dem Friedhof. Wenn nicht, dann... Ne, keine Ahnung. Also wir sind ja auch immer nachts rumgelaufen, nicht wahr? Gut, ich laufe jetzt einmal nochmal quer rüber durch die Stadt. Wenn ich es nicht sehe, dann sehen wir es nicht. Dann wollte ich eigentlich so mit euch auch in diesem Part noch zu der anderen Stadt im Norden. Da, wo alle schlafen sollen. Hä. Als letztens Kräuter sammeln, habe ich auf einen Stachelhasen getroffen. Der müsste im Wald nordwestlich von hier sein. Aber zum Glück war die Göttin wohl gesund. Der Hase ließ mich links liegen. Jetzt bin ich halt immer noch da. Habe ich schon gelesen. Nordwestlich. Wollen wir mal abchecken? Im Wald nordwestlich ist ein Hase. Wenn wir den... Oh gut, der eine Hase im Dorf, in der Stadt will ja nicht mit uns kommen. Da gucken wir mal. Nordwestlich. Wir haben eine Karte, zeig mal her. Da wollte ich sowieso mit euch lang. Ja. Ein paar finster Raben. Dann kämpfen wir uns mal durch, nicht wahr? Darf ich jetzt mal, Alter, wirklich, dürft ihr alle zweimal angreifen oder was? Wie läuft der Hase hier? Wobei, der Hase läuft ja nicht. Ich hoffe mal, dass er nicht läuft. Der soll ja nicht abhauen. Den finden wir schon. Einkaufen tun wir auch noch. Hier im Wald? Ich weiß ja nicht. Ja, ruf halt Unterstützung bei. Fata Morgana. Darf ich? Also warum ist der Gegner so schnell? Da bringt auch nicht Knirsch. Knister ist super. Am besten alle einsetzen. Glaube ich, ich setze Toffifee gleich mal wieder auf Angriff. Weil es hilft ja nichts. Weil die Schwächung schön und gut. Aber ist doch eher nervig. Weil man halt so die normalen Gegner so viel schneller erledigt. So, ja. Das ist scheinbar die Stadt, die immer schläft. Kann leider nicht so wirklich ranzoomen, oder? Warte mal mit X. Rauszoomen. Na, gehen wir mal rein. Wobei, erstmal kämpfen. Fiesraben. Sind die zum Glück nicht so stark? Genau wegen Säuse habe ich es gemacht, damit sie wenigstens angreift. Da war der Flammhieb. Peng, das hättest du gleich am Anfang einsetzen müssen, alter Mann. Ich meine Kurando, nicht alter Mann. weil ich noch geschnitten habe, da war noch der alte Mann da. Ich habe jetzt noch Erinnerung. Ja. Jetzt aber. Norwig. Die Frage ist jetzt natürlich nur, ob wirklich alle schlafen, tatsächlich alle. Ob wir hier einkaufen gehen können. Ob wir hier was auch gegen den Schlaf tun können. Das ist auch die andere Sache, ne? Jetzt haben wir die Karte. Also die Läden sind wahrscheinlich alle... alle nicht verwendbar. Wir sind alle vergiftet. Ja, ich denke mal, dann will ich ja auch nicht Leuten beklauen. Wenn wir hier echt noch nichts machen tun können. Ist aber schöne Musik hier, muss ich sagen. Und eigentlich auch ein schönes Dorf. Ja, bisschen Giftseuche, klar. Mutti. Er träumt von seiner Mutti. Murmel, murmel, schnarch, schnarch. Ja gut, ein Stärksamen.
Kann man auch mitnehmen? Ja, sonst kann man hier wirklich echt nichts machen, ne? Händler alle dicht. Kinder auch alle am Schlafen. Nee, dann gehen wir. Dann gehen wir. Ich wollte noch weiter nach Westen. Um eventuell vielleicht einen Hasen zu finden, der sich uns anschließt, damit wir gut kämpfen können. Ich denke, wir werden hier später nur zurückkehren, sobald wir Leute aufwecken können. Die Fähigkeit haben dazu. Jetzt kommen natürlich Monster in diesen finsteren Wald. Rabiate Raupen, oder wie heißen die eigentlich? Aua. Rabiate Raupe, tatsächlich. Okay, da bin ich doch nicht verlesen so schnell. Aber guck doch mal, wie schön das aussieht da hinten mit den Nebel im Wald. Da könnte was lauern, ne? Da könnte sich was versteckt haben. Und hier könnte auch was sein. Einfach so in den Wäldern, wisst ihr, zwischen den Tannen. Viel Geld! Und sehr viele Monster, die alle zuerst angreifen dürfen. Oder zweimal, dreimal angreifen dürfen. Warum halt auch nicht? Finde ich nicht schlimm. Peng. Die Raupen halten aber raus, ne, oder? Ich weiß, ich sollte einkaufen gehen. Ich wollte auch einkaufen gehen. Wir werden auch noch einkaufen gehen. Das machen wir auch noch in diesem Part. Keine Sorge. Mach, werden wir noch tun. Erstmal mal die Wunden heilen. Aber ich will unbedingt gucken, ob es hier einen richtigen Hasen gibt. Das sieht zum Beispiel was aus. Was haben wir hier? Ein Geheimort. Mit einem jungen Mann. Hallo? Ich sehe dich. Ich weiß, dass du da bist. Ich bin hergekommen, weil ich ein Gerücht gehört habe, das besagt, dass hier in der Gegend ein seltsames Monster hausen soll. Aber wieso zum Donner ist hier nichts zu sehen? Vielleicht bin ich doch am falschen Ort? Nein, so ein Irrtum würde mir nicht passieren. Hm. Vielleicht ist es versteckt. Vielleicht ist es irgendwie so eine Art Chamäleon. Oder vielleicht kommt es nur tagsüber raus. Moschus. Hm. Lecker. Ja, vielleicht kommst du tagsüber raus. Ich habe ja keinen Zauber wie Kikeriki oder so, der die Tageszeit ändert. Also wenn ich den sehe, habe ich selber da nichts gesehen. Da war das wahrscheinlich der Wald, nicht wahr? Da warten wir aber das tagsüber ab. Oh, come on. Aber hey, immerhin trainieren wir. Da muss ich nicht offscreen machen. Come on, jetzt. Wieso dürft ihr so oft angreifen? Das ist so fies. Ah, ihr seid ja eher Fiesrabe. Haha. Ha. Weggebürnt. Kuranerei Stufe 13. Sehr schön. Lohnt sie auch. Und Brutzel. Danke. Danke, danke, danke. Verbraucht zwar alles mehr MP, aber ist halt wesentlich effektiver, ne? Ha. Wir haben bald die ganze Kontinente abgerast hier oben. Alter, was sind das für bunte Monster-Truppen hier einfach? Da ist ja alles drinne. Da ist der Brutzel. Nice. Die Tyrantöle. Das ist ein geiler Name. Aber wisst ihr, was das Spiel gut macht? Und das muss ich halt besonders positiv hervorheben. Recolor-Varianten tauchen relativ früh auf, sodass man das immer noch zur selben, dass du immer noch sagen kannst, die gehören zur selben Art. Also, das ist schon nicht schlecht. Also, ich sehe halt da hinten blauen Zombiehund und hier oben braun. Ist zum Glück nicht so, dass es irgendwann 10 Jahre später erst da plötzlich. Da oben ist ein Riesenbaum. Ist das Yggdrasil? Dass das nicht halt so plötzlich 10 Jahre später
kommt plötzlich einfach derselbe Hund nochmal in Braun. Das ist halt langweilig. Wenn die alle so hier in der Nähe vom selben Ort alle hausen, finde ich gut. Doch, das finde ich gut. Ja, das mag ich. Dann haben sie auch noch eine Weisheitssamen bei sich. Was ist das hier? Was ist das hier für ein Ort? Gehen wir mal hin. Das Feendorf? Ja, hallo. Wahrscheinlich soll ich hier noch gar nicht hin, nicht wahr? Na egal, gucken wir uns trotzdem um, wenn wir schon hierher gehen können. Hallo, Pferd. Hallo, Fee. Ah, Menschen, Hilfe! Sie sind gekommen, um uns zu entführen. Ah! Eigentlich nicht so. Hallo. Guten Tag, bist du die Königin? Feenkönigin? Was machen Menschen in so einem Dorf? Dies ist die Heimatstadt für Feen. Raus hier, Menschen sind hier unerwünscht. Ja gut. Schade eigentlich. Also ich tue euch nichts eigentlich. Ich darf scheußlich Menschen nichts verkaufen. Verschwinde. Bist du kein Mensch? Oh, du warst nicht ein bereits Norwegen, hast die Schlafenden gesehen, hä? Es ist die Schuld meines verträumten Sohnes. Wäre er doch nicht nur mit der Feenprinzessin davongelaufen. Bin hergekommen, um mich zu entschuldigen, aber die Königin will mir nicht einmal zuhören. Ach, was kann ich nur tun? Dein Sohn sprechen. Hallo, willkommen im super geheimen Feendorf. Ups, ich darf eigentlich nicht mit Menschen sprechen. Wenn Mutti das herausfindet, wird sie furchtbar wütend. Ja, okay, das ist ein bisschen schade, ne? Das ist eine Krähe! Als die Monster dein stechender Geruch in die Nase steigt, ergreift es die Flucht. Liegt es daran, dass wir Moschus bei uns haben? Es können mich Monster schon nicht mehr riechen. So schlimm ist es um mich. Besteht es um mich. Ja, also. Da ist das Feendorf. Hier haben wir hier noch eine Höhle. Das ist ein Dungeon. Untergrundsee. Ja, also hier sollen wir wahrscheinlich noch gar nicht sein. Okay, gut, ja, nee. Also da müssen wir wahrscheinlich hier, wenn ich auf Weltkarte gucke, sehen wir, dass wir da wahrscheinlich auf die Insel kommen. Da will ich eigentlich noch nicht hin. Werden wir noch zu gegebener Zeit machen, auf jeden Fall. Jetzt hätte ich erstmal gern Tag. Ich hätte gern Tag. Es rennen die Fiesraben. Okay, gut. Die eine ist abgehauen, weil wir stinken. Dass die nicht alle abhauen, weil wir so riechen, wie wir nun mal riechen, ne? Das ist immer eine Frage. Warum hauen die ja nicht so krass stark ab? Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen schade. Ich hätte gerne Tag zu Tag, damit wir da nochmal reingehen können. Aber wenn wir jetzt da gleich ankommen und es ziemlich Tag wird, dann machen wir es so, dass wir es ein andermal machen, da hingehen und das vielleicht das Monster holen, dass wir danach jetzt erstmal aber nochmal zusammen einkaufen gehen, das möchte ich noch mit euch erledigen. Weil wir haben sehr viel Geld gesammelt und das lohnt sich denn, ne? Machen wir uns wohl oder übel im nächsten Part auf nach Süden in die Wüste, da sollen wir ja hingehen. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Zauberschlüssel. Ganz klar. Habe ich nicht vergessen. Aber guck mal. Das hat sich gelohnt, auf jeden Fall nochmal hier hochzulaufen. Und wir erlernen den Zauber Gähn. Da wird man auch gleich müde, nicht wahr? So, ein paar Motorrotten knallen. Ja, okay, also. Dann mache ich mal den hier. Und dann hauen wir ab. Teleportation einmal nach Korif. Wir merken uns mal diesen Ort. Da soll nämlich noch ein Monster sein. Und ich glaube, wenn wir noch ein Monster haben, haben wir drei Monster, glaube ich. Wir gehen jetzt erstmal
ins Inn und dann machen wir nochmal. Statten wir nochmal den Händlerbesuch ab. Das bin ich euch noch schuldig. Geld ausgeben. Wir haben sehr viel Geld angesammelt. Der Herbergbesitzer, der sieht sehr müde aus. Also so richtig. Meint ihr nicht auch? Der sieht sehr verschlafen aus. Gut. Dann können wir uns hoffentlich mit guter Ausrüstung ausstatten. Wird auch mal Zeit, nicht wahr? Das wird Zeit. Guten Tag, der liebe Herr. Wir kommen Waffenrüstungslager. Was kann ich tun? Kaufen. Okay, also Kettenpatch brauchen wir eine Eisenlanze. Ist halt für Toffee viel gut. Kostet natürlich auch dementsprechend, ne? Ja, aber da holen wir halt. Machen wir es halt. So. Ja. Toffee viel bitte. Nimm die Eisenlampe. Eisenlanze, die Lampe, ja. Bestimmt. Schuppenschild. Eine für Misery und Toffifee. Ja. Misery. Einmal anlegen, bitte. Und dann nochmal für Toffifee auch ein. Ja. So. Gut. Kettenpanzer. Das ist Geld, reicht hier hinten und vorne nicht. Das ist so krass. Ja, holen wir einmal für Toffifee und einmal für Misery. Toffifee, bitteschön. Ein Kettenpanzer. Kostet hier alles viel Geld, ne? Aber so ist das nun mal. Und Misery. Ja. So, ich werde offscreen einmal bis mein doppeltes Mist verkaufen. Und dann nochmal die Rest einkaufen. Um mich voll ins auszurüsten. Vielleicht kriege ich noch genug Geld zusammen, um nochmal ein Kettenpanzer zu kaufen für den guten Helden. Dann sehen wir uns hoffentlich hier im nächsten Part wieder. Und dann machen wir uns auf in Richtung Süden. Ja, bis dann. Haut rein und tschüss.